So, willkommen wieder zurück zu Warhammer 40.000 Gladius. In der letzten Folge haben wir so eine kleine Einführung gemacht, uns mit der Steuerung vertraut gemacht. Und wir wollen jetzt mal ein normales Spiel anfangen. Und zwar wollen wir das Astra Militarum spielen. Oh, schwer. Die haben leicht, mittel, leicht. Ah, okay. Wollte eigentlich mit den Astra Militarum anfangen, aber ich glaube für den Einstieg, dann sollte ich vielleicht doch bei den Space Marines bleiben. Die Orks und Necrons könnte ich zwar theoretisch auch, aber irgendwie ja, sind das nicht so meine favorisierten Fraktionen. Deswegen nehmen wir die Space Marines gegen 4 normale. Genau, durch Zufall ist sehr schön. Wir machen einen mittleren Schwierigkeitsgrad, mittlere, alles mittel, Spielgeschwindigkeit Standard. Ja, schauen wir einfach mal. Ich wollte jetzt nicht gleich auf die höheren Schwierigkeitsgrade schieben. So, das wird jetzt wahrscheinlich dasselbe Intro sein in der letzten Folge. Da ich glaube, die Fraktion nur bestimmte Gladius Intros Pride haben. Genau, deswegen überspringe ich das mal. So, da sind wir. Hier ist die Minimap. Hier haben wir wie beim Intro unsere beiden Tactical Squads. So, wo platzieren wir unsere Stadt? Ich glaube, das bietet sich hier eigentlich an. Da sind wir gleich auf einem guten Feld. Oder geht das da gar nicht? Ach, das geht da gar nicht. Haha, wenn man lesen würde. So, dann gibt es plus 40, plus 10... Ja, dann macht es wahrscheinlich hier am meisten Sinn. Ja, da geht es auch nicht. Okay. Ah, okay. Es geht wirklich anscheinend nur auf ganz bestimmten. Also muss ich mich hier irgendwo bewegen. So. Ich würde sagen, ich nehme das Feld hier. Plus 30. Und ich kann mich hier besser ausbreiten, weil hier hätte ich von beiden Seiten den See. Das wäre ja nicht so ideal. So. Wir machen natürlich erstmal ein Hexfeld, dass wir auch unsere Truppen bauen können. So, und die Jungs, die erforschen jetzt erstmal hier die nähere Umgebung. Die teilen sich auf. Ah, okay, sehr schön. Dann bin ich hier oben schon mal durch den See relativ gut geschützt, würde ich sagen. Das ist schon mal nicht verkehrt. So, Forschung auswählen. Genau. Das Arsenal. Produktion von Fahrzeugen. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn wir uns auch mal einen Panzer kaufen können, würde ich sagen. Mal gucken, wie lang die KI braucht. Och, das geht ja angenehm schnell eigentlich, ne? Weil wenn man jetzt so bei Total War spielen, das sich im Hinterkopf behält, das braucht dann doch teilweise echt lange. Okay, also, wir haben Quests. Genau, in Quest erfahren Sie die Geschichte Ihrer Fraktion. Jede abgeschlossene Phase einer Quest hat Sie eine Belohnung. Wenn Sie die letzte Story-Quest abschließen, haben Sie einen umfassenden Sieg gewonnen. Allerdings ist dies nicht der einzige Weg zum Triumph. Alternativ zu den Quests können Sie auch einfach alle feindlichen Fraktionen vernichten. Alles klar. So, die letzte Basis. Als Chapter Master war Ihnen klar, dass die Ankunft einer riesigen Ork-Horde auf dem Heimatplaneten Ihres Ordens katastrophale Folgen haben wird. Allerdings gibt es keine Herausforderung, die der Adeptus Astartes nicht meistern kann. Und dennoch... Nach Monaten des Kämpfens war die Situation festgefahren, weswegen sie den zivilen planetaren Gouverneur auftrugen, den Astra Militarum zur Hilfe zu bitten. Also das Astra Militarum, was ich ursprünglich spielen wollte, die normalen Soldaten. Kaum waren die Soldaten gelandet, kam ein Warpsturm auf, der das ganze System umfasste und den Planeten verwüstete. Warpsturm oder Sturm, Gott, Aussprache. ist so, die Schiffe, es gibt ja in jedem Science-Fiction-Universum gibt es ja bestimmte Varianten, wie die so Riesenstrecken schnell überwinden können. Und die in dem Universum reisen sie durch den Warp, so genannt. Das ist quasi so eine Art Paralleldimension, die ein bisschen böse ist und so weiter. Es ist ein bisschen komplex, erklärer ist, ist das natürlich sehr runtergedammt. Und wenn da natürlich ein großer Warp-Sturm ist, dann kann man da natürlich nicht durchreisen, logischerweise. So, von ihrer ansehnlichen Flotte überstand lediglich eine einzige Schlachtbarke auf niedriger Umlaufbahn diesen Sturm. Als sie an der Planetenoberfläche abgeflaut war, landeten ihre überlebenden Marines auf einer Welt, die ein Trümmerfeld glich. Okay, also es bla bla bla.
Im Prinzip die Story, warum wir halt nur noch so wenige sind. Ziel: Platzieren Sie das Gebäude Festung der Erlösung neben einem speziellen Ressourcenpferd und sichern Sie die Umgebung. Alles klar, das kriegen wir hin. Festung der Erlösung. Oder ist das das hier schon? Ne, das ist ja die normale Stadt. Okay, Hexfeld, Refektorium. Muss ich wahrscheinlich erst erforschen. Naja, okay. Auf jeden Fall schauen wir mal weiter. So, hier in diese Grütze sollte ich ja nicht unbedingt. Das Erzvorkommen sollte ich vielleicht auch besetzen. Da gehen die denn gleich hin. So. Zug beenden. Also die Rundenzeiten sind angenehm knackig geraten. Das ist schon mal sehr schön. Was haben wir hier? So, ihr besetzt das Feld da bitte. Genau, ist ja ein besonderes. Ah, Festung der Erlösung. Alles klar. Dann kann ich das hier raufsetzen. Müssen ja in der nächsten sein. So, Apothekarium wollten wir ja errichten. Das wurde uns ja im Tutorial ja gesagt, damit wir neue Einheiten bauen können. So. Jetzt müsste ich doch eigentlich genau. Okay, das kann man nicht auf demselben Feld errichten anscheinend. Deswegen gehen die mal eins zur Seite. In mir geht das nicht. Das sind Ruinen. Ich dachte, das wären irgendwelche besonderen. Gut. Die Stadt kann auf jeden Fall sich ein neues Hexfeld vereinnahmen. Und zwar würde ich sagen... Ja, hier oben, ne? Okay, kommen da schon Fiesdinge oder warum zoomt der so nach unten? Ich glaube, da unten ist irgendwas. Da sollte ich vielleicht die Marines mal hinsetzen. Ja, ein besonderes Feld. Also hier oben ist ja keins mehr. Deswegen mal gucken, ob hier unten irgendwas ist. Okay, die Stadt ist gewachsen. Das ist sehr schön. Ah, das sind diese komischen... Boah, wie hießen die noch? Hunde, sage ich mal. Ah, ich wollte eigentlich nicht direkt daneben. Aber... Die dünnen wir mal erstmal schön aus. Oh ja, gut, die sind ja... Gut, wie alle gestorben. Na, das wird von der Reichweite nicht erreichen, leider. Ne, leider nicht, aber gut, die sind so gut wie tot. Also, was soll da noch passieren, ne? Nee, die Krothunde. Ja, die hauen auch ab. Wahrscheinlich, um sich zu heilen, nehme ich mal an. Also, im Prinzip ist das hier eigentlich von der Kartenposition nicht so schlecht. Also, hier kann schon mal keiner kommen. Von links, von oben keiner. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. So. Muss ich nur mal gucken, wo hier irgendwo ein besonderes Feld ist. Ach nee, shit. Da verletzt er sich doch. Ah, na gut. Einmal geklickt ist einmal geklickt, ne? So, Orbitalscan. Der war eigentlich im Tutorial sehr, sehr nützlich. Genau, das wird noch sich einverleibt. Ach, neben einem speziellen. Ah, wenn man lesen könnte. Wenn man lesen könnte. Okay, das war jetzt mein Fehler. Dahin. Und sie ist eigentlich das jetzt? Jawohl, erledigt haben. Ja, manchmal stehe ich schon mal auf den Schlauch, ne? So, generieren Sie 20 Bedarfsgüter pro Runde. Aktuell 13. Okay, also ich muss meine Produktion jetzt mal ausbauen. Während die Kollegen hier mal die weitere Umgebung erforschen. Vielleicht finde ich ja die Hunde und kann denen den Rest geben. Das ist ein Erzvorkommen, was gar nicht so schlecht wäre. Also dann werde ich auf jeden Fall hier als nächstes Karten. Gruft der Necrons. Tief unten, also die Necrons sind ja quasi diese Untoten. Ah, okay. Also dann kann ich das wahrscheinlich erforschen. Dann gehe ich da gleich mal hin. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt irgendwie gefährlich ist. Ich hoffe mal nicht. Schauen wir mal, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist da ja auch ein besonderes Feld.
Ich nehme erstmal das Feld ein. Ja, ich hab mich ja da schon ordentlich. Ich frag mich, ne? Das ist ja imperiale Bastion. Das sind doch eigentlich meine Freunde. Ich bin ja ein Imperialer. Das finde ich irgendwie seltsam. So, also Attribute. Bedarfsgüter. Stadt des Space Marines. Ich dachte, ich hätte hier das Arsenal hingebaut. Ja, bauen wir es da hin, ne? Das ist da auch. Aber auf jeden Fall. Na, da muss sie erstmal Hexfeld einverleiben, dass das Hexfeld machen. Ah, ich kann. Ah, weil das ja fertig ist, kann ich ja hier die Squads produzieren. Das sollte ich ja auch durchaus machen, denke ich mal. So, also hier muss ich aufpassen. Hier brauche ich noch größere Geschütze, damit ich hier mal durchkomme. Okay, hier erkundet mal die Gruft, bitte. Mal gucken, was da kommt. Hm, gar nichts. Okay. So. Ich nehme hier mal ein paar Bolter ins Gesicht. Ja, sind so gut wie tot. Das sind wahrscheinlich die, die da rumgestreut sind. Wobei natürlich schön ist, wenn das hier so eine Bastion ist. Ich nehme an, dass das wird ein neutrales Gebäude sein. Das hält natürlich auch potenzielle Gegner ab, ne? Also im Prinzip gar nicht so verkehrt. Okay, die Hunde sind da, die habe ich jetzt gleich ausgelöscht. Achso, ich habe mein Dings erfüllt. Sehr schön. So, was ist denn mein nächster? Kommt bestimmt gleich. Ja, die haben den jetzt so geschwächt. Die haben natürlich die Ehre, jetzt auch den letzten Schlag zu geben. Die sammeln natürlich auch fleißig Erfahrungspunkte dadurch. Ja, die können sich hier mal heilen. Die brauchen jetzt nicht unbedingt so weit. Ich würde sagen, wir forschen hier mal unten. Ich schätze mal, ich weiß nicht, ob das jetzt so gleichmäßig ist, dass quasi hier einer spawnt, da, da und da. Eventuell stoße ich ja dann also dann gleich auf Gegner. Ja, mal schauen, würde ich sagen, ne? So, also, wovon produziere ich wenig? Ich relativ wenig Energie, würde ich sagen. Hexfeld räumen, okay, brauche ich nicht. Hexfeld einverleiben. Ja, breite ich mich mal nach da aus. Ihre Stadt hat ein spezielles Ressourcenhexfeld ohne. Also hier, Dingenskirchen. Gebäudefelder einverleibt. Spezielle Ressourcenhexfelder erhöhen automatisch stadtweit die Ressourcenproduktion. Ah ja, genau. Hier, das hier. Sehr schön. So, Zug beenden. Dann schaue ich mal. Ah, sehr schön. Der Orbitalscan ist da. Ich schau dir mal hier. Ah, okay. Gut, also da brauche ich eh nicht lang. Dann gibt es bestimmt auch Schiffe, oder? Gucken, hier durch den Wald gehen. Noch haben wir da keine Gegner. Dann müssen wir jetzt halt natürlich unsere Basis möglichst gut auszubauen. Die Genauigkeit der Tactical Squads, das ist natürlich nicht verkehrt, wenn die Jungs einfach mehr Schaden machen, ne? Man sieht natürlich, durch den Wald bewegen die Freunde sich natürlich etwas langsamer. Okay, Psychne. Die waren etwas härter auf jeden Fall. Aber solange das nur ich wollte gerade sagen, dass nur so ein Ding ist. Aber die Jungs, wenn die ja nicht geschossen haben, dann haben die ja so eine Art, also bei Spielen wie XCOM und so weiter heißt das Overwatch. Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. So, hier schießen wir drauf. So, einer der Freunde ist schon gestorben. Ja, von hier aus kann ich nicht schießen, aber hier stehe ich auch nicht in der Pampe. Wenn die denn gleich näher kommen, dann... Ah, fuck! Drei, okay. Das wird natürlich ein bisschen hart, würde ich sagen. Da sollte ich mich gleich auf jeden Fall mal zurückziehen, weil wie man sieht, die hauen kräftigst rein, ne?
Eieieiei. Also das ist ein ganz anderes Kaliber als die Hunde. Ja, wir kämpfen bis zum letzten Marine, ja. Klar. Dann wäre natürlich schon cooler, wenn ihr alle überleben würdet, Jungs. Ja, beim Rücken. Ah! Die sollten wir eigentlich feuern. Ah, Mist. Ja, die kommen jetzt mal. Die kommen sehr gelegen. So. Das braucht immer noch zwei Runden, okay. Ja, hier noch ein Taktik-Squad. Ich habe das Gefühl zumindest hier, die einen hier werden wahrscheinlich sterben. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also da komme ich natürlich echt nicht weiter gerade. Okay, die sind so doof und greifen die mit voller Kraft an. Taktische Doktrin, alles klar. Ja, bitte. Die wende ich jetzt mal an, jetzt sind die alle genauer. Dann sehe ich die gar nicht. Ist natürlich nicht verkehrt. So. Hier geht nach unten. Dann können die sich heilen. Und vielleicht die in so eine Art Hinterhalt schicken, ne? So, dann nehmen wir die Fragmentgranate. Können wir das nächste Mal vielleicht die mit Granaten behaken. Ist vielleicht ein bisschen effektiver. Ah, sehr schön. So. Die heilen, ihr heilt auch. Stadt befehligen. Dann ist das Feld vielleicht fertig geworden, ne? So. Na, guck mal, Energie habe ich so gut wie gar keine. Dann bauen wir das da einmal hin, auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Die haben schon wieder einen Kollegen dazu bekommen. Ja, die sind irgendwie weg, ne? Ich bleib's erstmal vorsichtig, bis das Squad sich hier einigermaßen geheilt hat. Ach, da sind welche. Ja, wie mache ich das am besten taktisch? Müssten sie eigentlich von hier aus sehr gut ins Kreuzfeuer genommen werden können. Solange das hier nur die einen bleiben. Ja, was habe ich gesagt? Ne? Was habe ich gesagt? Eieiei. Die haben mich jetzt ziemlich eingekesselt. Okay. Naja, sollen sie mal. Ich glaube, das eine Squad, da wird im Endeffekt dann komplett ausgelöscht werden, wenn sich die KI jetzt einigermaßen vernünftig verhält. So. Ah, perfekt, haben wir die Granaten. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, werfen sie mal wieder den auf den Kopf und... Obwohl, doch. Also vom Schaden her ist das schon besser, oder? Genau, die müssen jetzt erledigt sein. So, und die... Mal gucken... Ja, auf jeden Fall, wenn die es nur einmal geschossen hätten. Die haben jetzt die Hälfte an Schaden bekommen. Also die Granate, die hat ordentlich was gebracht. Genau hier, das Assault Squad, dass ich auch mal einen anderen Einheitentyp kriege. Also das hat auf jeden Fall was gebracht gerade. Die Granate, die ist hier gegen die wesentlich effektiver. Wenn ich Glück habe, kann ich den Squad hier vielleicht doch retten. Die ziehen sich jetzt so an, die greifen an. Sieht blöd. Na gut, wenn sie meinen... So. Und tot. So. Ihr Jungs, ihr heilt euch natürlich erstmal, ne? Und dann gucken die hier mal weiter. Ah, oben habe ich auch. Also so langsam habe ich eine kleine Armee zusammen. Also mit vier von den Kampfbrüdern kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen, würde ich sagen. Okay, das hat sich gebaut. Hexfeld einverleiben. Das hier verspricht mehr. So. Die Freunde gehen nach unten. Die heilen sich schön weiter. Die gehen nicht durch die Pampe. Sonst verletzen sie sich. Und dann schauen wir mal, wo wir hier eventuell auf Gegner treffen.
Weil irgendwo müssen ja die drei Computer-KI-Gegner sein, ne? Wenn man natürlich weiß, wo die sind, dann haben wir da einen großen, großen Vorteil auf jeden Fall. Ja. Ich will die eigentlich nicht zu sehr auseinanderziehen, deswegen gehe ich jetzt mal nur hier hin. Das ist hier noch so eine Bastion. So, Städte befehligen. So, was produzieren wir wenig? Loyalität braucht man nicht so unbedingt, würde ich sagen. Ich könnte... Ja, Bedarfsgüter, ne? Das wird eigentlich durch alles verbraucht. Sieht man hier ja. Die ganzen Soldaten, die brauchen das. Also im Zweifel hier... Das hier. Fällt mir gerade ein. Ich könnte natürlich jetzt auch wieder hier so ein... Ding hier bauen, ne? Brauche ich mal hier hin, schön zentral. Dass ich überall diese kleinen Verteidigungszentren überall habe. Weil wenn es denn doch irgendwie mal schafft, ich denke mal, es wird ja auch Flugzeuge und sowas geben, dass sie über den See kommen. Wenn ich mich dann hier so sehr stark verteilt habe, ja, das muss ja nicht unbedingt sein. So, mache ich ja mal einen Orbital-Skin. Okay, da ist gar nicht so unbedingt was, aber hier ist ja wieder so eine Bast... Oh! Oh, 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 oh. Der sieht fies aus. Da brauche ich auf jeden Fall, keine Ahnung, der mächtige Kreaturen. Seine schlagkräftige Streitmacht, ja. Definiere schlagkräftige Streitmacht, würde ich sagen, ne? Okay, der haut zum Glück ab. Das scheint aber hier so ein besonderes Feld zu sein. Ja, mal gucken. Können natürlich jetzt da mit arg auf die Schnauze fallen. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Eieiei. Okay, da muss ich wieder durchschießen. Die kriege ich auf jeden Fall gekillt. Okay, einer steht noch. Ah, schade, so weit kommen die Jungs leider nicht. Ja, die müssen jetzt mal aufhören, sich zu heilen. Die müssen einfach mal nachschauen. Was ist denn hier noch so? Okay, da ist noch Wasser. Das heißt, ich könnte dann einfach mal hier so rumgehen, ne? Wenn ich die hier irgendwie erledigt kriege. Eieiei. Ah, okay. Okay, dieser Teufel scheint zum Glück nicht sehr aggressiv zu sein. Im Gegensatz zu diesen Enslavers. Forschung abgeschlossen. Cool, jetzt kann ich die Assault Squads machen. Hä? Der ist nicht tot? What the fuck? Hä? Hat er irgendwie noch, Kacke. Wieso hält er jetzt so viel aus? Hat er irgendeine Spezialfähigkeit? Scheint fast so, ne? So, auf jeden Fall als nächstes auch das Assault Squad. Ah, und ich habe hier noch ein paar Jungs. Gut, die Stoßrichtung sollte ja klar sein. Obwohl ich hier kann ich natürlich auch lang gehen, ne? Ich habe leider keine genug Einfluss mehr für den Orbital-Scan. So. Hexfeld. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Forschung auswählen. Scoutbikers habe ich noch nicht. Splitterminen. Panzerabwehrgranaten. Da brauche ich eigentlich auch noch nicht, ne? Dann machen wir hier
mehr Bevölkerungslimit, dass die Stadt größer werden kann. Ich glaube, ich muss das auch gleich mal ein paar mehr andere Gebäude. Okay. Diese Enslavers, die finde ich sehr seltsam. Okay. Jetzt kommen die Teufel da wieder. Ah, ich bin noch gar nicht dran. Ja, man sollte vielleicht besser lesen. So. Komm. Na endlich. Na endlich. Ach, die kriegen alle Erfahrung. Sehr cool. Granaten, ersten zwei Runden wieder. Aber den kriege ich auch so ausgelöscht, würde ich sagen. Und? Was? Eieiei, ich muss, glaube ich, mehr diese Granaten einsetzen, befürchte ich. So, genau. Ihr solltet ja mal hier hingehen. Was kann ich denn noch so an Gebäuden bauen? Stimmt, das Arsenal sollte ich, ne? Dahin. Dann schauen wir mal. Wie gesagt, zum Glück sind die nicht sehr aggressiv. Ja, die sollen sich mal heilen erstmal. So, die gehen mal schön hier hin. Damals, ach, die sollen... Nee, ich glaube, das ist da auf Strand. Das sieht irgendwie so ganz danach aus. Ja, ihr seid lieb. Ihr seid lieb. Ihr seht fies aus, aber... Artefakte. Aus irgendeinem Grund erscheinen Objekte ausgewählten Kräften von dem Planeten Gladius Prius angezogen zu fühlen. Quer bei der Planetenoberfläche verstreut man Überreste der Technologien der Alten in allen Formen und Ausprägungen. Einige Artefakte kann man käuflich erwerben, andere wiederum sind so groß wie Gebäude mehr von Enslavern beschützt. Hey, die habe ich erledigt. Sobald alle Beschützer in einer in der Nähe eines solchen Artefakts ausgeschaltet wurden, können sie mit einer ausgewählten Einheit einnehmen. Okay. Ja, cool. Bin ich. Ha. Jetzt haben wir hier einen großen Vorteil. Was bringt's? Schippe einen nicht feindlich einheiten. Ach ja, geil. Ja, nice. Dann brauche ich mich hier gar nicht heilen. Dann gehe ich hier einfach in die Nähe und werde schön geheilt. Ja, cool. Ihr sollt. Hier lang bitte. Die muss ich bestimmt mit Fahrzeugen knacken. Kann ich mir zumindest nicht anders erklären, ehrlich gesagt. So, ja, kann hier hin. So, du gehst dahin. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. Sollen ja alle schön heilen, ne? Das ist schon echt praktisch, ne? Ach, das ist Level 3. Okay, meine ganzen Jungs sind hier Level 2 oder 1. Soll ich mal versuchen, hier so einen anzugreifen? Das ist halt die große Frage. Was habe ich davon? Weil da unten will ich eh nicht hin und die scheinen ja friedlich zu sein. Ja, ich würde sagen, ich erforsche hier einfach mal weiter. Da haben wir hier einen Außenposten. Das sieht doch interessant aus. So, alle mal schön dahin. So. Ja, hier so ein Ding da. Die sind nervig. Wie viel Schaden kommt da eigentlich? Wahrscheinlich. Ja. Also das kann ich mir eigentlich auch sparen. Das bringt so gar nichts. Da braucht man, glaube ich, echt hier Fahrzeuge. Wie weit sind die hier eigentlich... Ah, perfekt. Nächste Runde sind die schon fertig.
Hexfelder räumen kann ich, okay. Ja. Mach mal das da. Wenn das heißt, dass das cooler wird oder beziehungsweise halt dieser Nebel da weggeht. Oh. Wird schon stimmen, nehme ich mal an. Diese Türme sind echt nicht. Sind echt kacke. Ach, der hatte ganz schön große Reichweite, ne? Kann man sich die irgendwo hier anzeigen lassen? Weil die wurden ja geheilt. Oder muss ich mich einfach dann quasi hier so ein bisschen anschleichen? Also das ist echt praktisch hier mit dem Heilen. Da bin ich echt begeistert. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt die Squads hier haben. Ach, ich habe noch einen Tactical Squad. Habe ich nicht hier schon die Assault-Jungs? So. Kann ich halt mal anfangen. Auch wenn es nichts bringt. Oh, die sollen wir hier Granaten draufwerfen. Schauen wir mal. Super. Forschung erfolgreich. Warum kann ich keine Granate werfen? Okay, kann ich wahrscheinlich nur gegen Personen machen. Ach, da sind diese komischen Hunde. Das sollte ja kein Problem darstellen. Also den Bastion umgehe ich erstmal auf jeden Fall. Das bringt mir nichts, wenn ich die jetzt erledige. Geht dahin. Was forschen wir denn mal? Ah, Devastator. Ah, schweres Kriegsgerät. Das klingt doch gut. Schweres Kriegsgerät ist immer gut. Ja, ihr seid in die falsche Nachbarschaft gekommen. Die werden natürlich jetzt alle erledigt hier. Der hat zwei Felder im Wirkungskreis, deswegen bewege ich mich mal etwas vorsichtig. Ich will nicht, dass der mich da unbedingt schießt. Ja, die steigen hier auch alle fleißig mit dem Level auf, ne? Also ist schon nicht verkehrt. Genau, es soll ja geräumt werden. Ah, Scout Bikers. Klingt doch schon mal sehr cool. Weil Scout-Bikers, die dürften wahrscheinlich ja, schnell sein. Und zum Erkunden ist sowas natürlich echt nicht verkehrt, ne? Da haben wir noch ein schönes Feld. Wie gesagt, schön hier alles umgehen. Ich frage mich echt, wir müssten ja langsam mal auf irgendeinen anderen Computergegner treffen, ne? Schauen wir mal, würde ich sagen. Obwohl, ich könnte echt mal ein bisschen mehr Einfluss gebrauchen. Ne? Also ich kann hier ja auch diese Dinger ja gar nicht mehr bauen. Was produziert denn Einfluss? Hier, Assimilarum. Da, bauen wir da mal hin. So, und nächste Runde. Also ich bin froh, dass diese Teufel auf jeden Fall ja nicht so aggressiv sind, wie ich dachte. Ich werde ihn vielleicht irgendwann mal angreifen. Aber, boah, noch stört er ja nicht. So soll er da mal ein bisschen rumschälen und gut ist. So, ihr nehmt das ein. Dann gucken wir mal. Die Landschaft verändert sich hier auch. Was ist da? Da scheint auch irgendwas zu sein. Gärten der Verlorenen. Sehr schön. Die rücken mal schön nach. Ansonsten haben wir nichts zu tun. Also bisher finde ich das Spiel eigentlich ganz okay. Okay, erforschen Sie Reclusium, errichten Sie Reclusium und Librarian. Also Librarian, das sind im Prinzip so ja, die Hexer oder die Magier. Was ja eigentlich
sehr sanktioniert ist in dem Universum. Aber das kriegen wir hin. So. Gucken wir hier. Kann man es ja sehen. In Wäldern, das hat man vorher gar nicht gesehen. Ne? Also, so einen Wald zu hocken ist gar nicht so verkehrt. Aber wird die natürlich trotzdem nicht retten. Ne? So, komm. Ja. Der kann leider nicht dahin. Dann gucken wir mal. Also die Hunde sind jetzt ja nicht mehr wirklich eine große Gefahr. Obwohl, da könnte ich jetzt gleich mal die Granaten drauf werfen. Ne? Das wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Schauen wir mal hier. Mach mal Granaten drauf. Boah. Boah. Könnte effektiver sein, würde ich sagen. Natürlich erst dahin ziehen können und dann. Na gut. Auf diese eine Runde kommst du dann auch nicht. So. Einheiten befehligen. Ihr rückt bitte hier nach. Ah, sehr schön. Genau, die haben ja dieses Sprungmodul. Ich frage mich natürlich, wie weit das reicht. Also sie haben hier quasi so ein kleines Jetpack auf dem Rücken. Ja, sollen die mal. Ah! Da haben wir Orks. Okay, also die kommen von da oben. Oh, die Orks scheinen nicht viel auszuhalten. Die machen auf jeden Fall Nahkampfangriffe. Wie man sieht, ja, ne? Sehr effektiv. Okay, also würde ich sagen, ich nehme hier mal das besondere Ding hier mal ein. Dann gehe ich mal nach Norden, wenn da die Orks herkommen. Die Orks wollen wir natürlich nicht gerne da haben. So. Sprungmodul. Sehr schön. Sehr schön. Scheint weit genug zu reichen. Deswegen, ich schätze mal, die werden hier irgendwo sein. Wir haben leider keinen Orbital-Scan. Dann können wir die schön in die Zange nehmen, würde ich sagen. Ah, komm, Hunde. Für euch interessiere ich mich doch gar nicht. Ich will die Orks zerstören. Ah, da haben wir die. Okay, deckt alle Hexfelder aus. Ausweichmanöver, Turbo Boost. Ja, ich würde sagen, die sind schnell. So. Ihr bewegt euch mal schön dahin. So, erforschen Sie Rektusia. Ach, jetzt haben wir wieder das altbekannte Problem. Ha, da haben wir hier noch so ein schönes Artefakt. Also da oben scheint es wesentlich interessanter zu sein, auf jeden Fall. Ja, halt euch, ganz ehrlich. Wenn ich da jetzt raufschieße, das bringt ja eh nichts. So, die stoßen jetzt zu ihren Kumpels. Also ich schätze mal, die werden ja hier irgendwo sein. Da kam er irgendwo vom Norden aus oder vielleicht da irgendwo. Werden wir sehen. So, Devastator Squad ist natürlich sehr geil. So, Forschung auswählen. Also Reclusiam wollen sie auf jeden Fall. Dann machen wir das doch, ne? Das ist wahrscheinlich, damit man so Heldeneinheiten, die natürlich den besonders starksten rekrutieren kann. Ja, genau. Auf die Hunde können sie ruhig schießen. Ja. Diese Bastionen, die sind etwas nervig. Also ich schätze mal, wird man Panzer brauchen oder ähnliches. Mal gucken, was das Artefakt hier bringt. Also wenn das auch heilen sollte, das wäre natürlich sehr praktisch. Und? Was bringt das? Erhöht den Schaden aller nicht ver... Oh, joa. War auch, ne? Da sind sie, die dreckigen Orks. Alles klar, Jungs. Die Orks, die erledigen wir jetzt.
Ich hoffe, ich nehme jetzt mal den Mund nicht zu voll. Also die kommen jetzt hier hin, weil sonst wären sie da ja getroffen. So, Jungs. Die kriegen jetzt ordentlich was aufs Fressbrett. Kacke. Okay, gut, egal. Einheit befehligen. So, genau. Aha, da ist der rote Schleim. So, also die Orks scheinen ja nicht sehr... Nicht schießen, Jungs. Nicht schießen. Muss nicht sein. Ist voll okay. Echt. So. Einfluss. Einfluss geht. Ja, Energie brauchen wir mal wieder. Ah, sehr schön. Sehr schön. Mein gut, dass sie... Oh. Jetzt kommen ja ordentlich Enslavers, die hier wahrscheinlich das Artefakt beschützen. Da kommen die Orks. Okay. Jetzt sind wir natürlich sehr... sehr eingekesselt. Aber wir scheinen sehr gut Schaden zu machen. Ach, wir kriegen ja auch ein bisschen Schaden. Fällt mir gerade ein. Okay, also der scheint... Der Einzelne scheint so ein... Der Warg-Boss oder Warg-Boss, kann wie man es ausspricht. Der ist einer der Helden auf jeden Fall. Okay, die haben zwei Helden und zwei von den Äquivalent, was ich halt mit den Scout-Dings habe. So, was mache ich? Die sind im Nahkampf stark. Also geht der Freund hier hin. Dann kann ich hier den Weird Boy vielleicht. So, dass ich den auf jeden Fall versuche auszuschalten. Ja, die gehen die hin. Weil ich glaube, der Weird Boy, das ist auch so eine Art Zauberer. Bevor er jetzt hier irgendwelche Zaubersprüche hier auf uns ablässt. So, den behake ich hier schön den Walkboss. Also das scheint ich momentan echt gar nicht so verkehrt zu sein. Also das Alien-Artefakt mit einem erhöhten Schaden, das ist echt ein Segen, ne? Okay, Granaten hierauf, dass einmal diese Enslavers auf jeden Fall weg sind. Okay. Nahkampf-Hoshis. Also wenn das die einzigste Verteidigung ist, dann müssen wir es eigentlich gut hinkriegen. Wir haben hier noch... Haben hier noch Kollegen? Okay, die Städte, das haben wir ja im Intro gesehen, die befeuern natürlich auch noch ordentlich. Oh, einer wurde von Enslavers übernommen. Okay, also muss ich den wahrscheinlich erledigen. Macht Sinn, dass sie denn so heißen, würde ich sagen, ne? Okay, der Walkboss ist leider zurück. Ja, das ist natürlich jetzt, der überlässt sich natürlich schön hier. Schön hier der Dings. Okay, hätte ich ja so gesehen auch so gemacht, ehrlich gesagt. So, okay. Also. Ich muss natürlich jetzt den Enslaver hier erledigen, damit meine Einheiten wieder freigegeben werden. Der ist nicht tot? Okay, da reicht ja so ein kleiner Schubs quasi, deswegen... Ach, jetzt bin ich wieder in der Reichweite, shit. Okay. Das war mein Fehler. Da habe ich nicht genug nachgedacht. Die haben schon... Genau, am besten die hier. Ich glaube hier von der... war gar nicht so verkehrt. So. Müssen die ja wieder frei sein, theoretisch. Genau. Passt. Hier mal ein Nahkampf-Hoshis. Mal gucken, wie man sieht. Ah, Kettensägenschwerter. Sehr schön. Ja, die machen leider nicht so viel Schaden. Trotz des Schadensbuffs, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ich gehe lieber hier unten lang. Wie lange braucht es eigentlich, bis ich hier... Assault Squad, ja. Ja, die Devastator Squads sind, nehme ich mal an, denn gut für die Fahrzeuge. Ja, mal gucken. Also die Fahrzeuge hier sind echt hartnäckig. Aber momentan, schauen wir mal. Wenn wir es natürlich jetzt irgendwie wieder schaffen würden, die Neutralen auf die Orks zu hetzen. Die haben uns ja ganz gut geholfen.
Ja, ich werde die zuerst erledigen müssen, auch wenn es voll nervig ist und ich jetzt lieber die Orks angreifen würde. Aber so gesehen kann ich mich dann auch mal meine Truppen ein bisschen sammeln, ne? Okay, Rektusien. Und dann erforschen wir gleich Liberian. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst die, weil die haben Level 0. Den können die auf jeden Fall gucken. Schön Granaten werfen. Ja, dann sind die komplett weg. Die haben keine Granaten verfügbar. Ja, komm, die gehen die. Ah, shit, da sind die Enslaver. So. Habe ich noch einen irgendwo über? Leider nicht. Ja, es wird Zeit, dass die Jungs hier auch mal rankommen. Das ist auf jeden Fall. Wo ist eigentlich hier mein Scout-Bike? Das müsste aber eigentlich hier bald rum sein, oder nicht? Ach, das wurde komplett von der Bastion zerstört. Bah, die hatten ja mal gar nichts aus. Boah. So, das war's und Liberian. Na, wo haben wir denn? Da. Alles klar. Mal gucken, ob wir irgendwo ein Reclusium errichten können. Da. Ah, das ist echt ärgerlich. Okay, die ziehen sich zurück. Sehr schön. Dann kann ich die ja gleich wegschießen. Boah, es kommen hier neue an. Ich will Orks töten hier, nicht irgendwelche komischen Kackviecher. Oh Mann. Also, ihr geht hier hin. Ach, da war ich auf dem Berg. Das sah man. Oder ich sah es nicht richtig. So, die gehen ja mal. So. Gehen die auch nochmal rein. Sehr schön. Die können dann gleich rüberspringen. Ja, erst nächste Runde natürlich. So. Dann schauen wir mal. Wir kommen hier genau zu den richtigen, die noch nicht gefeuert haben. Haha. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Das ist gut, dass die KI dann auch da mal den falschen Weg genommen hat. So, die heilen sich alle schön. Ich hätte die Granaten nehmen sollen. Dann wären die auch weg. So. Tschüss. So. Hier. Ihr übernimmt das Ding hier mal von den Orks. Und dann machen wir hier mal ein... Dass wir hier ein bisschen vorwärts kommen, ne? Level 4 schon, also nicht schlecht. So, ihr hüpft rüber. Oh. 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 Ich wollte doch eigentlich nur eine Abkürzung nehmen. Ha. Also ich würde sagen, Let's Play bis Runde 50 machen wir noch. Weil ich es jetzt auch nicht zu lange in die Länge ziehen wollte. Andere Space Marines, okay. Natürlich nicht so geil, aber gegen die muss ich ja auch kämpfen, ne? Das spare ich mir aber auf, da unten scheinen die Orks zu sein. Okay, die haben Flugzeuge. Das war ein Fehler, würde ich sagen, ne? Das kann man, glaube ich, so grob zusammenfassen. Ich sollte auf jeden Fall die Bikes wieder. So, hier, aber bitte drumherum.
Also ich glaube, so Fahrzeugen sind die gar nicht so groß ausgestattet. Ich würde sagen, dass es halt zum Kampf geht, wenn ich auf jeden Fall die taktische Doktrin an. Okay, Grün müsste ein Imperial Fist sein, glaube ich, vom Chef daher. Aber so viele Orks sind gar nicht da, ne? Das könnte ich schaffen. Das ist natürlich jetzt unberechenbar, was die anderen Space Marines machen. Weil obwohl wir dieselbe Fraktion sind, sind sie natürlich verfeindet. Okay, da ist der Weird Boy wieder. Genau, aber der muss jetzt eigentlich gut einen... Ja. Na, nicht viel Schaden macht der. Boah! Okay. Den sollte ich auf jeden Fall so schnell wie möglich ausschalten. Aber ich werde ja geheilt durch das schöne Artefakt. Der kriegt jetzt mal eine Granate auf den Kopf geworfen. Die scheint sehr, sehr effektiv zu sein. Die haben keine. So. Außerdem müssen wir es auf jeden Fall hier erledigen. So, der ist weg. Sehr gut. Ja, so, hier. Jungs, bitte. Bitte nicht. Ihr seid noch nicht meine Gegner. Nee, nee, den will ich gar nicht angreifen. So, ja, dann sind wir ja wieder bei, dann, wie gesagt, bei Runde 50. Dann würde ich sagen, dann geht's dann in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß an dem Spiel gehabt wie ich. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.